Hi! Vorneweg, alles, was ich hier sage, ist meine persönliche Meinung und nichts als meine persönliche Meinung. Soll auch nicht anders interpretiert werden, darf nicht anders interpretiert werden und ist auch als nichts anderes zu verstehen. So, und jetzt ein kleines Gedichtlein, ein Zweizeiler oder wie man das nennen mag. Wer mit einem Fliegenteppich zu schnell um die Kurve fliegt, als Pilot mit dem Arsch im Dreck drin liegt. Na, dir Kniebelchen, als, na, was bist du für ein Minister, gleich wieder Entwicklungsminister. Sollte man eigentlich die Gesetze der Schwerkraft kennen, nicht? Weißt schon, die Gesetze der Schwerkraft, das ist, wenn von oben nach unten was fällt. Also, Dirk, überleg dir mal, was mit dem Otto Normalverbraucher passiert, wenn er irgendwo aus dem Ausland kommt und was nicht verzollt. Der hat nicht nur Steuerhinterziehung am Arsch, sondern ist unter Umständen sogar noch eine illegale Einfuhr etc. pp. Ne? Aber wie ist es so schön? Die Zuhälter der Justitia werden dir sicher kein Auge ausreißen deswegen. Oder aushacken, naja, jedenfalls, du weißt schon, was ich meine. Und mit deiner Aussage bei der Bild am Sonntag, das war blöd von mir, ist der Fall eigentlich für mich auch nicht gegessen. Weil mir stinkt es einfach, dass so ein Kotzbrocken wie du ungeschoren davonkommen soll, während jeder andere vor Gericht landet und verurteilt wird. Fakt ist, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und das haben sich schon genügend Leute anhören müssen, die keine Politiker waren, nicht? Also, dann wäre es doch zumindest angebracht, wenn wir eine kleine Komödie spielen würden, mit so einem kleinen Akt bei so einem Schwarzkuttenträger. Aber ist klar, wird bei dir nicht der Fall sein. Ne? Wie gesagt, jeder andere würde dafür eine auf den Sack kriegen. Nun, mal zu deiner Aussage, aus Sicherheitsgründen sei dir der Kauf des Teppichs auf normalem Wege nicht möglich gewesen. Meinst du, dich, Depp, kennt da unten in Afghanistan wirklich jeder? Kennt deine blöde Fresse, dass er auf dich ballern will? Zieh deine arabische Kluft an, ein bisschen Turban, verschleier dich, dann erkennt dich kein Arsch. Du kannst überall deinen Teppich kaufen. Ja, und Sozial- und Umweltstandards, die der Händler einhalten soll. Halte du erstmal mit deinen Kollegen diese sozialen Standards ein. Und eure Umweltstandards, die könnt ihr euch in den Arsch schieben. Denn was nützt euch das, wenn ihr hier alles schön brav saubere Luft macht und so. Und auch die Flüsse müssen astrein sein, picobello sauber. Und alles, was aus dem Ausland kommt, macht an der Grenze von der BRD halt. Wie blöd seid ihr eigentlich? Aber die Hauptsache, es kostet Geld, der Steuerzahler hat sie ja, ne? So, aber jetzt mal zu dir zurück, Niebelchen. Also wenn du ein Mann mit Charakter wärst, was ich bezweifle, würdest du als erstes einmal abdanken, ne? Würdest du mal sagen, tschüss, ich habe mich beim Scheißen erwischen lassen auf offener Straße und jetzt gehe ich einfach. Ich mache meinen Scheißhaufen weg und gehe. So, jetzt nimmst du deinen Scheißhaufen und verschwindest am besten. Und an die Zuhälter von Justitia sei mal gesagt, im Grundgesetz, das er so hochhaltet und gerne als Verfassung ansieht, alle miteinander, steht irgendwas von einem Gleichbehandlungsgrundsatz drin. An den solltet ihr euch mal erinnern. Und so ein Gleichbehandlungsgrundsatz gilt auch für ein korruptes Politikerschwein. Ne? Und nicht nur für Otto Normalverbraucher. Und wenn ihr euch schon beim Otto Normalverbraucher über gültiges Recht hinwegsetzt, dann
könnte er wenigstens bei so einem Politiker-Arsch, der beim Scheißen erwischt wird, mal 50 Cent für eine Gemeinnützigkeit verlangen, ne? Weil nur mit Nachverzollen ist die Affäre nicht ausgestanden für mich. Weil für mich ist Dirk Niebel damit ein korruptes Schwein. Ende mit dem Gas. Okay, und das war's. Tschüss.